Wir gucken uns gleich was an. Vielleicht wirklich? Ja, vielleicht will der Reinhold das mitsehen. Ist der Reinhold Beckmann? Ist so? Das war. Dann haben wir. Ey, der ist Beckmann. Ist der abgehauen? Weißt du? Schauen wir es. Das ist vielleicht jetzt nicht so wichtig. Ich okay, habe. Ja. Also ich kenne die Dinger ja noch im Original. Das war dieses Hier spricht Edgar Wallace, dem Kreuzchen und dann. Da waren dann, der Kinski war immer dabei. Richtig, und der aus Fuchsberger, Heinz Drache. Uschi Glas, die auch immer dabei sein wird jetzt die nächsten und Wochen. Und dieses Ding hat Otto in die Finger gekriegt und hat das ein bisschen umgebaut. Man kann darüber viel reden und man kann ein bisschen was gucken. Ach. Dürfen wir es einmal anspielen? Ist das jetzt Welturaufführung? Ja, aber eigentlich wollte ich eigentlich nichts zeigen. Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Na ja, gut. Okay. Das ist die Familie Fröhlich. Eine ganz gewöhnliche Familie. Bis zu dem Tag, als ihr Erbonkel verstarb. Und das ist es, was Onkel Hans Otto seiner lieben Verwandtschaft hinterlassen hat. Baby Otto. Sehen Sie Baby Ottos lustige Streiche. Heute, Baby Otto hat die Nase voll. Seit einer Woche weilt Baby Otto im Kreise der Familie Fröhlich. Und jeder Tag bringt neue, lustige Überraschungen. Hat jemand das hier als Taschentuch benutzt? Mein kostbarer Seidenschal ist ruiniert. Ich erwarte eine Antwort. Also, ich weiß von nichts. Du hast da reingeschneust, Dieter, stimmt's? Ich? Nein. Warum? Also niemand. Tatsache bleibt aber, dass mein kostbares Tuch ruiniert ist und ich den Täter finden muss. Hat irgendjemand heute Morgen vor 10 Uhr etwas gehört, das uns weiterbringen könnte? Gehört nicht, aber gesehen. Was? Ein Monster. Ein Babymonster. Aha, okay. Es ist aus dem Zimmer von Bruder Heinz gekrabbelt. Du hast natürlich nicht erkennen können, wer dieses Monster war. Ich habe natürlich erkennen können, wer dieses Monster war. Ja, wer war's? Baby Otto. Und vor diesem Monster habe ich euch alle gewarnt. Ich weiß zwar, dass die liebe Familie dieses Ungeheuer für niedlich und unschuldig hält, aber ich schlage trotzdem vor, dieses Ekel zu isolieren. Es ist eine Gefahr für uns alle. Gesundheit. Baby Otto. Lieb. Also einmal anstoßen auf die neue Serie. Wenn das alles so ist, dann ist es ein Knaller. Ich würde mich sehr freuen, wenn es ein Knaller werden würde. Montag 2015, natürlich RTL. In diesem Fall ist man mal stolz, dem Laden anzuhören. Nein, das muss ich ehrlich sagen. Also RTL war wirklich sehr großzügig, auch in seiner ganzen Verhaltensweise. Ich muss sagen, ich habe sein blindes Vertrauen wirklich ein bisschen missbraucht, zu Recht. Und wir haben wirklich frei arbeiten können. Das war wirklich eine ganz tolle Zeit. Also da muss ich echt sagen, da bin ich also wirklich sehr, sehr zufrieden mit diesem Sender. Ich also, auch. Ich habe da keine Probleme. Also war es gut so? Ja. Okay. Ich kriege immer natürlich, wenn du auch mal so viel verdienst wie ich, kannst du auch solche Anzüge kaufen, Otto, aber ist das, guck mal hier, hast du, gefällt mir, ja. Hast du, wollen wir mal einen Sack-Jackentausch machen? Einfach so, wir kennen uns doch kaum. Nein, ob, bist du verrückt? Doch, lass mal, versuch mal. Sieht aus wie du mit deiner Jacke, hör auf. Ich glaube, da geht das Mikrofon mit, oder? Das schaffst du, komm, das schaffst du. Ho, ho, ho. So, das war der Pilztest, hat sich damit auch erledigt. Andere Pilz hat sich auch erledigt damit. Kann man bitte eine Kamera und einen Aufnehmer kriegen hier? Kann die Kamera das aufnehmen? Gott, das wird. Kommen noch Gäste?
Nein, nein, nein. Also, nach dir kommt keiner mehr. Sehr gut. Sag mal, was ich gelesen habe auf einem Plakat, richtig mit Bon Jovi, also Hard Rock und Open ja. Air. Ja, das im Sommer, trete ich mit Bon Jovi und Van Halen, Otto Bon Jovi und Van Halen im Olympiaparkstadion auf und im Nürburgring. Zum ersten Mal vor großem Publikum. Ja! Oh. I love it. Und ach, da bin ich noch 20 Tage in der Frankfurter Oper im Juni. Aber das ist leider schon ausverkauft. Hey, wie machst du das? Wir brauchen wirklich einen Lappen. Es kommt nachher eine Dame. Ich kann die doch nicht hier reinlassen. Ich denke, das ist ein Affenstall. Das ist hier ein Lappen. Gibt es einen Lappen bei RTL? Oder ist es alles jetzt für die Otto-Produktion draufgegangen? Bei Herrn Beckmann wäre mir es ja wurscht, aber die Dame... Macht doch so lange ein bisschen Musik. Hoppala, nein. Bei Musik brauchen wir brauchen ja den Kollegen Beckmann zur Musik. Der war nicht schlecht am Schlagzeug. Wollt ihr unterbrechen jetzt, oder? Wie? Nein, um Gottes Willen. Ach, das läuft noch, die Sendung läuft noch? Die Sendung läuft noch. Bei uns werden sämtliche Katastrophen live gesendet, Otto. Wir haben aber damit gerechnet, dass wenn du kommst, ein Lappen gebraucht wird. Deswegen ist das alles kein Problem. Wenn wir das jetzt ein bisschen hübsch dekorieren, ist das... Ja. Alles kann man alles... Ja. Wie viele, die Leder, wisch und weg. Wie viele Folgen wird es eigentlich geben, Otto, wie viele Folgen wird es geben? 13 Folgen sind angedroht. 13, ist das nicht gerade eine Unglückszahl? Ja, wir wollten 14, aber das hat nicht ganz gereicht, die Zeit, aber kann man noch welche nachholen, aber wir sind fleißig. Komm, jetzt sieht es aus wie ein Lacktisch, ist ja, das nicht gut schön? Ja, sieht gut aus, jetzt werden die mal sauber hier. So, ich glaube, die Mädels können langsam kommen. Otto, du bist ja verheiratet, was macht Manu? Ich weiß nicht, darf ich dich mal grüßen? Ja. Und meinen kleinen Sohn auch. Da wissen Sie Bescheid. Der heißt nicht Sidney, aber meine Aufzeichnungen sind verloren gegangen. Die sind nicht mehr zu entziffern. Hier steht's. Er heißt Benjamin. Benjamin. Hat auch einen Städtenamen irgendwo, glaube ich. Ja, ich weiß auch nicht. Gregory. Ja, das ist der Name unseres Nachbarn. Ach, schau mal, da ist die Familie. Ach, so süß. Er ist ja inzwischen auch schon groß und hat relativ schnell Lauf gelernt. Ja, er geht schon in der zweiten Klasse, geht schon zur Schule. Ja, ist sehr, sehr gut. Und ich bin also zu Hause die Nummer eins. Zu Hause auf jeden Fall. Bist du oft zu Hause? Das ist leider sehr selten. Ja, aber jetzt, das macht aber die Arbeit. Jetzt bin ich wieder zu Hause. Ich meine, in 2 Jahren, kannst du dir das vorstellen, 2 Jahre wie ein Wahnsinniger gearbeitet? Das kannst du dir nicht vorstellen, das weiß ich. Nee, ich weiß, das ist nicht unvorstellbar. Aber natürlich sagen viele, deine Filme waren ungeheure Kracher. Gibt es da wieder einen? Ja, ich bin in der Vorbereitungszeit, wir wollen die Nibelungen verfilmen. Und zwar Otto als Siegfried und mit Loriot und Gerhard Polt und alle machen mit. Und das wird, glaube ich, ein ganz gutes Werk. Such dir noch einen Drachen. Ja, ich hatte eigentlich meine Frau gedacht, aber das ist... Ich wollte noch zu meiner Arbeit etwas sagen. Diese Geschichten, die wir gerade gedreht haben, was Sie gerade gesehen haben mit diesem Edgar Wallace-Material, das ist ja mit intensiver Computerkunst und so alles zusammengesetzt worden. Entschuldigung, das heißt, er zu schnell redet, die Bildtafeln erscheinen auf Videotext Seite 138. Da haben wir das auch schriftlich. Dankeschön. Also, warst du schnell? Nein, ist in Ordnung. Also, ich kann doch nochmal sagen. Also dieses Bild, was Sie gerade gesehen haben, das ist ja so, dass diese Sachen werden zusammengefügt mit Hilfe von Computeranimation. Und das ist natürlich eine sehr intensive Arbeit. Es ist ein Zwischending aus Jurassic Park, Forrest Gump und Milchkännchen in der Antarktis. Wenn du den Film gesehen hast. Otto, wollen wir eine schöne Frau zu uns bitten? Einfach so? Einfach so. Ich bin dabei. Okay, dann kommt sie jetzt. Sie kommt eigentlich aus Italien, hat aber einen amerikanischen Namen, der sich deutsch anhört. Sie heißt Carol Ault, ist von Clint Eastwood vom Model sozusagen in die Filmkarriere gebracht worden. Sie hat das wunderschöne Lancôme-Gesicht, da habe ich mich sofort erinnert, wie ich sie gesehen habe. Zum Vergleich, Otto hat das 4711-Gesicht, bitteschön. Ja, ich habe das Dutzend-Gesicht und sie hat das schöne Gesicht. Hier ist Carol Ault. Ich habe mich schon gewundert, wo du abgeblieben bist. Sie hat gesagt, sie wäre die Tochter von Carol Ault, Tochter von Franz Ault. Ja, jetzt, das ist, vorsichtig. Moment. Hat hier einer, passt auf, wir haben ein bisschen... Moment, wir haben... You speak German? Nein. Was sagt sie? Nein. Hat jemand Schlüssel hier?
Hast du deinen Hausschlüssel dabei? Bitte, nehmen Sie Platz, hier drauf. I don't need a key. Ich brauche doch keinen Schlüssel. Very good, very good. Ich brauche doch keinen Schlüssel. Entschuldigung, wir haben ein bisschen... Soll ich das nachher machen hier? Wir haben ein bisschen gefeiert hier. Guck mal, es ist etwas schlüpfrig, also bitte nicht die Schuhe ausziehen. Sag mal, wie habt ihr es damals mit Maurizio Cordino gemacht? Tolle Inszenierung, gell? Ja, einfach weg, jetzt kommen die Gäste schon mit den Handschellen an. I think, you know what, if we all together, there will be a bigger bed necessary. Das wird eine große Bettnässerei. Was ist hier passiert? Wie kam Reinhold vom Schlagzeug an die Hand dieser schönen Frau mit einer Handschelle? Ist das nachvollziehbar oder... Es ist mir genauso gegangen wie Maurizio Cordino. Ich wollte rausgehen, nach Hause gehen, zum Flughafen und da stand schon die Polizei. Carol war da als meine Beschützerin und... Hat sich an dich geworfen. Ich sag's dir. Ja. Das ist die Copperfield-Nummer. Die schönen Frauen, die stehen alle auf diese Zauberei da. Carol, erstmal guten Abend. Thank you. Good evening. Carol. Good evening. Nice to meet you. Nice to meet you, Otto. you want the gin fizz on the rocks. Was macht ihr Dünnpfiff auf meinem Rock? I want a pill, 7 minutes. Ja, wir haben neue Biere. Wie heißt denn? Carol. I want a pill. Ich möchte einen Pilz mit 7 Minuten gezapft. 7 minutes. 3 Minuten. Minuten. Die neue Version. Nein, the new version. The new version. Ja, das ist 7 Minuten. Danke schön. Das Problem ist ja, dass ich Deutsche bin, aber ich habe noch nie deutsches Bier getrunken. Eigentlich müsstest du Altbier trinken. Carol Alt. Alt ist ja ein deutscher Name, ne? Oh. This is the first one. Das ist das erste. He's good. He's good. He's my neighbor. He's your neighbor. This is traditional. This is how we drink beer in my home country where I come from. Like this. Vielleicht dann. Vielleicht darf ich dir kurz vorstellen, das ist Otto Waalkes, er ist der Fraktionsvorsitzende der CSU in Freising. Ich übersetze in Englisch. Übersetze ein bisschen, ja. I'm translating. Sprechen Sie Deutsch, Carol. Speak your German. Sie haben einen großen... You have a very big... Großvater. Big father. Großvater. Deutscher Großvater? Yeah. Big father, German. My whole family. Meine ganze Familie ist Deutsch. Die ganze Familie ist von Deutsch. Yeah. Ludwigsburg. Ludwigsburg. My translator. Otto. Mein Übersetzer. No. Mein Dolmetscher Otto. Mein Translator Otto. You live in Florida? I live in Florida. Yes, I do. Er lebt in Florida. Where? Wo? Where? Ich? Ja. Wer sonst? Oh, Lord. I shot a series in Florida. Ich habe in Florida gedreht. Gedreht? Wie oft haben Sie sich da gedreht? Did you turn around? No, but I do have to teach you how to walk catwalk. Ja. I saw you. Aber ich You're teaching me? Catwalk, was ist catwalk? Das ist the models. Der Modelgang? Kannst du mir den Modelgang beibringen? I saw him when he came in. Bitte schön. Also einmal. Okay. Show me the Modelgang. Okay, show me. Und es ist alles voller Pilz hier. Moment. Stay over there. Politisches Bier. All of the beer, yeah. Ach, Moment. Otto, one foot in front of the other. Huh? Like this. That way. I show you mine, like this. Try that. Wife? My wife? Yeah, now that you flirted with me, I hear you're married. Yeah, but she doesn't look, she doesn't know. She has no television at home. So she didn't know, she will never know. Ich werde sie erzählen. I will tell her. Okay. Oh, who cares? Always a spy. I tell his wife too. So, what else? What else? Sprechen Sie. Sprechen Sie, I speak. We are very happy to have you here.
Oh, thank you so much. I am the moderator of the show, by the way. Oh, yeah. Still after all these years. I didn't know. This is Thomas Gottschalk, the great showman. And is this his show? Yeah, and you have to talk to him. Don't look at me. Look somewhere else. I thought he was the... Don't look at me. Look at him, please. Stupid American. That's right. Nein, 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 nein. Aber es scheint doch zu stimmen, dass blonde Männer Eindruck auf Frauen machen. He said, blonde man, real blonde man. I have three blonde men here. Kennst du Blondinenwitze? You know blondie jokes? What don't we know about blonde girls? Was wissen wir denn nicht über die? Who is this? Wer ist da? I throw my voice. Das ist meine deutsche Stimme. Ah! Sie haben eine merkwürdige deutsche Stimme. What? Passt nicht zu Ihrem Körper. Doesn't fit to your body. No, it's over there, that's why. Oh, it's not your real voice. Ist ja auch da drüben. Thomas, ist das Playback? Ja, das ist doch angenehm. Ich freue mich, wenn Menschen... Okay, excuse me, Mr. Okay, here we go. Nein. Ich vergesse mich jedes Mal. I forget me jedes Mal. Okay, you do the show. Okay. Ich kann mal rüber, ich kann es nicht mehr aushalten. Wollen wir Musik machen? Ich meine, das Schönste wäre natürlich... You want some music? Ja, wenn Otto jetzt ein bisschen singt, makes a little sing, Reinhold ein bisschen trommelt, drum, mich auf die Couch. And Thomas, what do I do? Und was mache ich? You're gonna sing. Yeah. You're gonna sing. Zusammen auf der Couch. Okay, we sit here. We dance. Yes. We dance. Thomas, ja? Möchtest du Carol nicht für Sonntag nochmal einladen? Ja, natürlich. You want to be with me on Saturday without this idiot? I won't come. I won't be there either. Have no problem. Just us alone? Nur wir beide? Nein. Otto. Otto ist Montag on German Television, Monday. Ich bin Samstag wieder on German Television. Aha. Dann können wir beide über Otto reden, wie er Montag am Television ist. Und er hat mit der Sache überhaupt nichts zu tun. No Beckmann. Der Guy ist Beckmann. This is a good idea. Nein, Reinhold, aber du siehst, das ist das Schöne. Das hast du natürlich im Sportfernsehen nie, oder? Da kommt mal so eine Röhrenradmeisterin. Nein, ich habe mal eine Sendung gemacht mit Lolita. Es war wunderbar. Aber Lothar hat dann interveniert. Wir haben tatsächlich die erste Ranissimo-Sendung zusammen gemacht. Es war wunderbar und ich wollte sie eigentlich verpflichten damals, aber dann hat sie sich doch für die Windeln entschieden. Für die Windeln des Kindes. So, die einzige Möglichkeit, die beiden Kerle loszuwerden, ist, dass wir sie zur Musik machen. Gib mir mal den Schlüssel rüber da. Otto. Ich hab den nicht mehr. Otto. Du bist, hat nämlich eine Band. Der Mann kann wirklich Musik machen. Jetzt, was macht er jetzt, Otto? Oh. Ich kann ja nicht weg, er ist ja auch angekettet. Also, ihr macht Musik. Kann ich den? Ah, das sind diese schmalen. Guck mal, wir beide gucken ein bisschen zu. Free me. We move over. Otto ist heavy Otto, on komm. Wire. Otto ist schwer auf Draht. Zwei Minuten, man kann ja mit den Jungs nicht vernünftig reden. Du bist bei Lancôme gewesen, aber bist dann Schauspielerin geworden. Viele Models wollen das, ja? Wie ist das bei dir passiert? I think I was just very lucky. Ich hatte viel Glück. And very good. Sammelst du Ottos Rost? Gut gelaufen. I'm sitting in a lake. Ach so, das ist hier, Otto hat einmal Pfütze. Genießt und neben das Taschentuch. Baby Otto. Baby Otto. Ist er nicht süß? Baby Otto was hier. Ja. Ja, der war hier, eindeutig. Du sollst singen, Kerl. Und du sollst trommeln. Okay, nee, ich will nicht trommeln. Nein. Hab ich eben schon gemacht. Gitarre. Oh, der Mann kann Gitarre spielen. We play a song for you, Carol. It's partly in English and I will translate for the German audience. If you dare, if you like. Oh, that'd be very nice, Otto. Das wäre toll. Ja, prima. Ich möchte auch so eine zeitweilige Stimme. Hallo, hören Sie mich, Dolmetscherin? Hello, can you hear me? Ja. I love ja. your voice. Okay, Reinhard, ein Applaus für Reinhard an der Gitarre. Hey, what is going on here? Pass auf, also bevor es losgeht, Carol, es ist mit den Kindern nicht möglich, dass sich die Großen vernünftig unterhalten. Kommst du Samstag wieder? Will you come back Saturday? Ja, ich komme wieder. Gut. I will come back. Okay. I promise. Also, okay. I promise. Look, he's making promises for me. Ja, jetzt macht er schon Versprechen. Jetzt let singt. My voice talk. Let them sing. Also, okay. Here we go. Otto. Wir spielen ein Stück für Sie, ein klassisches Werk von Felix Mendel, aber mit Sohn Bartholdy. Und zwar Rainer Beckmann an der Gitarre. Es ist leider kaputt, da ist ein Loch drin, aber das machen Sie, dass er draußen über die Gitarre spielt, wenn man nicht rein kann. Okay, gib mal nach, das gleich wieder. Moment. Ja. Okay. Aber take a walk on the water. 1, 2, 3, 4. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked across the USA. Plucked her eyebrows on the way.
shaved the leg. And then he was, and she said, hey, baby, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the color girls go do 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 do. Neulich traf ich ein Mädchen von Sat 1. Was heißt hier Mädchen? Das war gar keins. Sie hieß nicht Luzi, sondern Lutz. Erkennungszeichen Schniedelwutz. Ich sag, hey B, pack das Ding wieder ein, B. Ich sag, hey B, ich glaub, wir lassen lieber sein, B. Doch sie sagt immer nur du, 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 du. Come on now. Dip nahmen sie mit auf ein Quickie ins Hotel. Doch auf einmal wurde mir bang, sie liebte mich 7 Stunden lang. Ich sag, hey Babe, gib mir bitte eine Auszeit. Ich sag, hey Babe, ich muss ganz dringend nach Haus heute. Doch sie wollte immer nur düt, 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 düt. Ich glaube, sie mag mich. Sie lacht mich an. Sehr gut, darauf sind wir vorbereitet. Eine kurze Werbeunterbrechung. Schon wieder? Ja. Wir machen eine kurze Pause. Musst du das machen? Ja, kurz, weil ich glaube, ich muss Herrn Bremer anrufen und sagen, dass er heute heimgehen kann. Ich weiß nicht, wie wir das in irgendeiner Form... Lass uns einen Song noch spielen, bitte. Ja, wir machen eine kurze... Eine Minute, okay. Otto singt noch mal, kurze Unterbrechung, bis gleich. Halt, wir können das hier anschließend rausschneiden. Nein. Das ist Ottos Jacke. Hier ist Otto. Zugabe! 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 Ihr trinkt Tee bei mir. Die Frühstückseier ess ich weich. Ich bin nur ein kleiner Friesenjunge und ich wohne hinterm Deich. Oh, bin ein Friesenjung, bin ein kleiner Friesenjung und ich wohne hinterm Deich. Und ich wohne hinterm Dijk. Kommt
ein Mädchen aus dem Sachsenland. Sag, ich will mal nach Frankreich. Ei, ich zeig dir meinen Eiffelturm, denn der steht gleich hinterm Teich. Komm her! Und ich wohne hinter Himmelbach. From Jamaica comes a gutter girl, a reggae girl. She smoke big joint is what she like. I say marijuana is no good for you. Let's smoke the grass from our dike. Halt, es gibt noch einen Unterschied. Ich ess Linsen, ihr esst Fleisch. Aber riechen tut man nichts, no, no. Denn der Wind weht kräftig hinterm Deich. Oh! Bin ein kleiner Friesenjung. Bin ein Friesenjung. Bin ein kleiner Friesenjung. Und ich wohne hinterm. Das war Late Night, Christoph Pauli und die Late Night Band. Reinhold Beckmann an der Gitarre, Funkels, yeah. Otto Walkes. Tschüss bis Samstag, Special Guest Carol Old. Good night.